Dankeschön, Herr Kollege. Als Nächster hat das Wort der Kollege Dr. Fahn von den Freien Wählern. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was haben wir in den letzten Minuten gehört? Wir haben einen ideologischen Schlagabtausch der beiden großen oder sogenannten Volksparteien gehört. Ich denke, das bringt uns nicht weiter, meine Damen und Herren. Es geht konkret um die Sache. Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und daher ist es wichtig, dass wir in dieser Sache parteiübergreifend zusammenarbeiten. Und ich möchte einmal noch daran erinnern, dass wir am 6.2. ein Gespräch in der Bayerischen Staatskanzlei hatten, wo der Herr Marcel Huber und die Ministerin Müller dabei waren. Und damals sagte Marcel Huber, ich habe es mir extra mitgeschrieben, ein gemeinsamer Entwurf sei seine Traumvorstellung. So, und dann sage ich mir, es war ein kurzer Traum, des Herrn Marcel Huber. Die Parteien wünschten eine zweite Gesprächsrunde und dies lehnten sie gleich am selben Tag ab. Ich finde es schade. Ich denke, wir verstehen das nicht. Es gab doch schon gemeinsame parteiübergreifende Aktivitäten. Ich nenne ihn Inklusion oder unser Papier zur Entwicklungspolitik. Ist alles sehr gut. Und wir nehmen diese heutige aktuelle Stunde noch mal zum Anlass, diesen gemeinsamen Gesetzentwurf im Interesse aller Bürger in Bayern einzufordern und noch mal anzuregen, Herr Huber. Die Bürger in Bayern wünschen sich gerade bei diesem Thema einen politischen Konsens und keine politischen Streitereien, möchte ich auch noch mal klar sagen. So, lassen Sie mich 10 Punkte nennen, die Zeit ist kurz, aber wir wollen zum einen ein Leitbild für das Zusammenleben. Wir wollen, dass Einheimische und Zugezogene friedlich miteinander leben. Hier geht es um die Akzeptanz grundlegender Werte, zum Beispiel, die wir auch in der Bayerischen Verfassung im Grundgesetz finden. Und es geht um das Bekenntnis zum Rechtsstaat, um Frieden und Gerechtigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, meine Damen und Herren. Und auch das gemeinsame Element der deutschen Sprache. Wir wollen auch, dass neben dem Prinzip des Förderns auch konkret das Prinzip des Forderns drinsteht, ganz klar. Aber es muss gleichrangig und nicht einseitig auf die eine oder auf die andere Seite ausschlagen. Punkt 3. Wir wollen, dass Integration zur Pflicht und Gemeinschaftsaufgabe des Landes und der Kommunen wird. Die Kommunen besitzen als Motor der Integration eine Schlüsselrolle. Integration gelingt nur von unten nach oben, meine Damen und Herren. Die Kommunen dürfen bei dieser Aufgabe nicht alleingelassen werden, nicht personell und nicht finanziell. Viertens, wir wollen eine Infrastruktur mit institutionellen, personellen und finanziellen Zuständigkeiten und Ressourcen, damit diese große gesellschaftliche Aufgabe dauerhaft auf allen Ebenen Land, Bezirk, Landkreise und Kommunen umgesetzt werden. Wir wollen auch keine Doppelstrukturen wie zum Beispiel neue Integrationsbeiräte, sondern die bestehenden Strukturen stärken, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass ein Integrationsgesetz sich nicht nur auf Flüchtlinge, sondern auch an Migranten richtet. Der Begriff Gastrecht oder Zeit des Aufenthalts suggeriert zum Beispiel einen begrenzten Aufenthalt, der für viele gar nicht möglich ist, weil sie ja in Deutschland bleiben wollen, meine Damen und Herren. Sechstens, wir wollen, und das ist für uns Freie Wähler ein ganz wichtiger Punkt, dass die entstehenden Kosten nicht auf die Kommunen abgewälzt werden. Durch das neue Integrationsgesetz werden neue Standards festgesetzt und zum Teil den Kommunen übertragen. Und der bayerische Gemeindetagspräsident Brandl sagt bereits heute, dass Kommunen jetzt schon zu 50% an den Kosten beteiligt sind. Das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Wir erinnern hier auch noch mal ausdrücklich an das Konnexitätsprinzip. Siebtens, wir wollen, dass das Erlernen der deutschen Sprache der Schlüssel der Integration wird. Schnellere Integration der Menschen mit Bleiperspektive durch flächendeckende Sprachförderung in allen Landkreisen und Städten. Alphabetisierungskurse, Deutschkurse, berufsbezogene Sprachkurse. Aber es ist wichtig zu sagen, dass eben auch die Flüchtlinge die Möglichkeit haben müssen, Deutschkurse zu besuchen. Man kann sie nicht bestrafen, wenn sie gar nicht die Möglichkeit hatten, solche Kurse zu besuchen. Wir wollen, dass die Integration gelingt, und da muss auch die Integrationsberatung und die Asylsozialberatung noch stärker ausgebaut werden als heute. Neuntens, wir wollen, dass der Integrationsbeauftragte vom Landtag gewählt wird, damit er eine stärkere Legitimation hat. Wir wollen auch, dass er jährlich einen Bericht im Landtag gibt. Dazu haben wir auch einen eigenen Antrag schon gestellt. Und zehntens, wir wollen, dass der Integrationsrat in seinem Aufgabenbereich gestärkt und aufgewertet wird. Und zwar
zum Beispiel als eigenständiger Unterausschuss. Im Moment ist es nur ein Ad-hoc-Ausschuss und die bisherige Formulierung, der Integrationsbeauftragte kann zu seiner Beratung Vertreter der Verbände heranziehen, ist eigentlich willkürlich gewählt. Wir wollen ihn aufwerten und das wird auch der Bedeutung der Verbände sonst nicht gerecht, meine Damen und Herren. Und letzter Punkt, ich schließe mit dem Anfang meines Vortrags. Wir wollen nach wie vor einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf, weil nur er Punkte dann enthält, die uns allen wichtig sind. Keine Streitereien über bestimmte Begrifflichkeiten. Wird die Staatsregierung dies aber trotzdem nicht tun, das kündige ich gleich an, werden die Freien Wähler auch einen Gesetzentwurf einreichen. Dankeschön.